Ja, und damit ein ganz großes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge Palworld. Und ja, heute geht's um weitere Pals, die wir hier raus fischen können aus unserem aus unserer Brütungsstätte. Ich habe aber nochmal Folgendes eingestellt, das war schneller leveln, die P, das kann man ja individuell handhaben, festhalten in den Welteinstellungen. Und wir haben ja neues Paul. Und was ist sonst noch geplant? Die Gegend weiter erkunden und uns überlegen, wo wir unseren zweiten Spot bauen. Unser zweites Zuhause. Ach ja, ich wollte ja das Weizenfeld bauen. Weizen hatten wir ja genug. Genau, dass die Pols weg sind. Natürlich ein bisschen groß, das Feld, aber gut. So, sehen kümmert er sich dann. Wir haben wieder einen Statuspunkt. Da würde ich sagen, oh, erhöhen wir mal das Tempo. So, wir warten noch kurz die anderthalb Minuten ab, dass wir dann das nächste Pol befreien. Und dann würde ich sagen, gehen wir, wie gesagt, mal so ein bisschen wieder auf Verkundungstour. So in die Richtung hier. Ich kann ja schon mal einen Marker setzen. So, wir haben ja auch noch ein Level wieder freigeschalten. Oder sind ein Level höher. Und das Schild. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, aber wir brauchen immer antike Bauteile. Aber ich habe es jetzt mal freigeschalten und die Eisentruhe auch. Dass wir nochmal ein bisschen mehr Platz haben. Wo baue ich die erste jetzt hin? Oh, die ist wirklich sehr groß. Bauen wir sie mal hier hin. So, das stellen sie her. Und dann gucke ich mal, was wir diesmal für einen Paul kriegen. Noch so ein Flug. Ist das so ein Flug? Paul? Achso, ich kann es ja rausholen. Ja, tatsächlich kann ich auch darauf reiten? Nee. Brauche ich wahrscheinlich einen extra Sattel sozusagen dafür. Gut, packen wir das nächste Paul rein. So, zack. Das dauert dann eine halbe Stunde. Jetzt gucken wir uns mal die Truhe hier an. Ah, tatsächlich. Dann werde ich mal ein paar Sachen umpacken. Und wieder Level Up. Ja, das geht ja jetzt ein bisschen fixer. So, dann würde ich die jetzt hier nämlich vernichten. So, wir haben auch jetzt das höherwertige Schild, Megaschild, aktiviert. Oder ist jetzt drinne. Und wir machen mal Angriff. Erhöhen wir. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch los. Gehen wir mal, oder wir fliegen Richtung Dungeon. Wir brauchen halt unbedingt antike Bauteile. Der Dungeon sieht jetzt aber auch anders aus. Seitdem ich in dem anderen war, aber ich bin hier anscheinend richtig. Nee. Nicht ganz, aber ich glaube, jetzt weiß ich, wo wir lang müssen. Glaube ich zumindest. Oder doch nicht? Oh, jetzt sind die wieder hier. Also, nee, okay, die lassen mich nicht in Ruhe. Oh, ein paar Goldmünzen. Okay, hier waren wir noch gar nicht. Oha. Und so, ich finde hier irgendwie wieder raus. Ah, aber wir sind richtig. Okay. Hat sich anders aufgebaut. Ja. Der Dungeon. Ja.
Okay, ist gleich down. Jupp. Sehr schön. Und ein antikes Bauteil leider bloß, aber wieder ein Level up. Aber wir nehmen hier die Kisten mit. Blaues Technikhandbuch. Achso, kriegen wir wieder Technologiepunkte. Wir haben wieder Startungspunkte. Gehen wir mal wieder auf Angriff. Und Technologien können wir mal gucken. Eiskühler. Teppichset. Nee, das ist nicht so interessant. Ah, okay. Megagleiter. Steinbau-Set. Okay, dann sieht es ein bisschen hochwertiger aus. Und Eiskühler brauchen wir auch erstmal nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir noch hier zu dem einen Paul. Das gibt ja auch ordentlich antike Bauteile. Ah, hier ist noch so ein Bombard. Mal sehen. Ja, das ist jetzt nicht genug. Oh ne, der kann das absorbieren. Oder ich steig mal ab. Gleich normal. Ja, zack. Sehr schön. Und auch zwei Leder wieder bekommen. Ne, okay, ich hab's noch gefunden. Aber werfe ich um mein Dings raus. Ja, treffen muss man können. Zack. Wieder zwei antike Bauteile und wir haben schon wieder ein Level erreicht. Geht jetzt hier so fix. Gucken wir mal Technologiebaum, wie es da aussieht, weil wir jetzt so viel wieder freigeschalten haben. Ah, wir haben Gigasphäre, die schalten wir mal frei. Eine Zuchtfarm. Okay, Eier brauchen wir nicht unbedingt. Zement. Bestimmte Gebäude. Große Werkzeugkiste. Na gut, Handwerk ist jetzt nicht so wichtig und einen Stuhl brauchen wir auch nicht. Dann passt es erstmal. Dann würde ich sagen, geht's weiter. Hier drüben in die Richtung. Da lang. Ich glaube, das haben wir auch noch gar nicht. Die scheinen nicht so gut auf mich zu sein, gestimmt zu sein. So, die Giftdrüse nehmen wir mit. So, und jetzt wird es auch langsam wieder hell, zum Glück. Ah, sind wir hier wieder bei dem Baum. Weil der hat keine Früchte. Keine neuen. Okay, schade. Und wir sind auch falsch lang gelaufen. Ich wollte ja zu dem Ausrufezeichen. Oder nicht zu dem Ausrufezeichen, zu dem Ding hier. Ich markiere das mal anders. Nein, jetzt sterben wir, weil wir keine Kraft mehr haben. Ah, ich bin so dumm, ey. Ja, jetzt haben wir. Ist doch heute wie verhext.
So, da sind meine Sachen. Alles einsammeln. Gut, das passt eigentlich soweit. Zack. Und dann, wollten wir ja in die Richtung. Oh, da vorne ist so ein Hirsch hier. Oh, da sind gleich mehrere. Die brauchen wir. Für Leder. Okay, dann ist es. Sind gleich beide drin, wow. Ja, nice. So soll es sein. So, und wir müssen auf jeden Fall noch in die Richtung. Fliegen wir mal hoch. Ah, hier drüben ist auch wieder so ein Foxy-Teil. Oder so eine Statue halt. Ah, da ist wieder ein Lager mit einem Paul. Obwohl, wir brauchen es eigentlich nicht. Ja, da vorne müssen wir lang. So, dann komm mal her, Tauboga. So, hier waren wir noch nicht. Ich überlege, wir gehen mal da hoch. Ah, hier ist wieder so ein Port. Da gehen wir erstmal hoch. Da gibt es nämlich wieder ein Eichen. So, wo soll der Port jetzt sein? Ach, da. Okay, dann gehen wir dorthin. Ah, da sind wieder diese Schweinchens. Lassen eine Kirche. Da kriegen wir wieder ein bisschen Fallschaden. Und wir haben Tag 8 aufgesammelt. Bei den Notizen. Zufällig sah ich einen Paul, der auf einem anderen hirschähnlichen Paul ritt. Das brachte mich auf eine Idee. Ich sattelte einen dieser Hirsche und versuchte ihn zu reiten. Es war durchaus bequem und es schien, als könnte ich so meine Erkundungsradius erweitern. Ja, und wir haben auf jeden Fall jetzt die Schnellreise hier freigeschalten und wir gehen. Ah, das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Dass wir die Gegend weiter erkunden. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Gerne ein Like und ein Abo da lassen. Ansonsten habt einen traumhaften Tag und wir sehen uns. Also Leute, bis dahin und ciao, ciao.